So Leute, willkommen zurück mal wieder zu einem wie auch immer gearteten Let's Play meinerseits. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich sag dazu gleich mal was. Ich glaube, das letzte Video war nach der Gamescom gleich. Was ich eigentlich schon vor der Gamescom aufgenommen hatte, was witzig war. Aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass ich jetzt irgendwie mal wieder einen Monat nicht da war, nichts hochgeladen habe. Und das hängt damit zusammen. Es hängt damit zusammen, dass ich einige Probleme mit dem Computer hatte, plus wenig Zeit aufgrund von schulischer Aktivität. Um etwas präziser zu sein, soll ich vielleicht ein bisschen aufpassen wegen dem Krokodil, Alligator, ich weiß es nicht, Krokodil wahrscheinlich. Naja, es war so, dass mein PC einmal heiß gelaufen ist und deshalb viel gemacht mit Hardware und so, war dann alles super. Dann ist Windows gecrashed, ganz toll. Hat dann noch eine Weile gedauert, es wieder hinzubekommen. Dann ging es wieder wunderbar, nach einer ganzen Weile. Dann hatte ich ab und zu mal keine Zeit. Und jetzt ist wieder Aufnahmezeit. Zeit. Ich benutze viel zu oft das Wort Zeit. Muss mir dafür mal ein Synonym suchen. Mal schauen, ich muss erstmal die Orientierung wiederfinden, denn ich habe keine Ahnung, wie das hier war. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin verantwortlich. Okay, gucken wir mal. Da sind auf jeden Fall Schalter für Krüge. Das heißt, da müssen wir was hinbringen. Da drüben ist eine Treppe. Und guck. Der Krokodil ist auf dem Weg zu uns. Ich habe auch irgendwie gerade merkwürdige Probleme mit meinem Mikrofon. Ich hoffe, dass das alles so richtig ist, wie es jetzt ist. Ich muss es unglaublich laut stellen. Irgendwas ist mit der Software gerade nicht richtig. Aber ich weiß, jetzt wo ich das aufnehme, weiß ich ja noch nicht, ob es so ist, wie ich denke, wie es ist. Also, wir werden mal sehen. Ah, ist ja egal. Zack. Okay. Jetzt doch schnell einen anderen Krug bauen. Unser kleines, was auch immer, zu Ende. So, darauf. Die Frage ist, was hat das jetzt gemacht? Naja, wir gucken erstmal hier rein. Ein Geheimnis. Ich hätte gerade fast gehustet, ne? Ich konnte mich noch zurückhalten. Das wäre gerade sehr schlimm gewesen, weil ich echt keine Lust habe, das rauszuschneiden oder so. Ja, euch direkt ins Gesicht zu husten mit voller Lautstärke ist weder höflich noch ästhetisch. Nochmal großes Glück gehabt. So, mal schauen. Wo sind wir denn hier? Ein Kontrollpunkt! Kontrollpunkt! Nicht zu verachten, das Ganze. Okay, ich beginne mich düster zu erinnern. Das kenne ich alles noch von früher. Okay. Bam. Ist super, wenn man dann die Tasten verwechselt. Soll uns jetzt egal sein. Was steht heute zur Auswahl? Und zack. Das ist voll die optische Täuschung. Zieht euch das mal rein. Von hier könnte man denken, da ist keine Treppe. Und hoch auf die Seine. Oh ja, ich springe! Hopp, 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 hopp! Okay. Mein Auge juckt. Wo geht das hier hin? Kontrollpunkt! Klasse. Richtig gut. Hallo Frau. Sie sind unbesiegbar. Sie sind doch faul. Ich werde faul. Könnte sich ja auch zu. Entschuldigung. Der Kollege. Ja, es gibt hier sehr merkwürdige Gestalten im Palast. Sehr merkwürdige. Der ist einer davon. Vielleicht auch der Einzige. Vielleicht
da irre ich mich jetzt auch und es gibt gar nicht so viel. Doch in die Katakomben wird es sehr krasse Dinge geben, also wirklich krasse Sachen. Werdet ihr dann noch sehen, vorausgesetzt ihr verfolgt das LP hier weiter. Aber dieser Kollege hier ist zum Beispiel einer im oberen Palast, der doch recht unterhaltsam ist, beziehungsweise einfach nur merkwürdig. Und ihr werdet jetzt auch sehen, warum. Zur Seite, Kumpel, ich muss weiter. Ich auch, aber diese verrückten Pfauen haben meine Kleider gestohlen. Und warum sollte mich das auch nur im geringsten interessieren? Bevor ich dir aus dem Weg gehen kann, muss ich meine Unterhose zurückbekommen. Mal sehen, ob ich das hier richtig verstehe. Du willst, dass ich dir deine Unterwäsche bringe? Stimmt. Hey, du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Wenn ich wieder ein Mensch bin, werden du und dieser Vogel vom Aussterben bedroht sein. So ist es. Seine Unterhose. Das Witzigste ist, dass er da rumsteht, während die eine Frau ihn sogar abdeckt. Die Frauen hier so locker rumspazieren. Sich scheinbar keine Gedanken machen, was sie angerichtet haben. Da haben wir die Unterhose. Okay, natürlich also müssen wir nicht hin, wir müssen hier an der Tür. Und das hier war nicht das, was ich jetzt dachte, was es ist, aber wir kommen da schon noch hin. Okay. Weil wir werden an den Ort kommen, der zu meiner Kindheitszeit ein wahrer Schrecken für mich war. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob sich das jetzt noch wirklich hart auswirkt, schwerwiegend. Negativ. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Wir werden sehen. Ja, war es auch nicht. Muss man draufbleiben? Was steht heute zur Auswahl? Was steht heute zur Auswahl? So. Kontrolle. Ich wechsle die Taste. Das ist unglaublich. Darf mir nicht passieren. Aber es ist eine Weile her, dass ich das gezockt habe. Über einen Monat. Genau. Jetzt müssen wir am richtigen Ort sein. Da drüben. Ich weiß auch nicht mehr, was man hier machen muss. Wir werden das gleich sehen. Ach so. Ja, das ist schon klar. Was steht heute zur Auswahl? Genau. Ja, das ist so furchtbar. Ich mit meinen Tastenverwechsler-Skills. Richtig angenehm, sowas. Richtig angenehm. Reicht die Zeit noch aus, ich hoffe. Es könnte richtig unangenehm was werden jetzt. Was steht heute zur Auswahl? Stimmt. Ja, das ist mal, was ich für ein Noob bin. Das ist so unglaublich. Was steht heute zur Auswahl? Ja, weißt du, verwechselt die Tasten, ey. Ich hab vorhin Ocarina of Time gezockt. Was steht heute zur Auswahl? Und daran wird das liegen, dass ich irgendwie gerade noch Tasten verwechsel, weil ich habe auf Y und X habe ich Sprung und Aktion. Und die habe ich normalerweise anders. Kommst du auch nicht auf die Idee, die jetzt einfach zu verstellen? Was steht heute zur Auswahl? Ja, weißt du, ey, das ist doch nicht mehr normal. Weil kein Traum. Oh ja. Nee, ich stelle das jetzt um. Das kann nicht angehen. Ups. Genau. Wunderbar. So soll das sein. Ach, ist so. Das tut richtig weh. Sowas tut richtig weh. Das verfolgt mich mein ganzes Leben. So.
Kram an die Unterhose. Ich kann fliegen, wir nehmen sie trotzdem als Last auf, denn wir sind ein Lasttier, ein Lama. Leider kein Esel, Esel sind noch cooler. Oder ein Alpaka. Alpaka sind die genialsten. Da hat er seine Unterhose wieder. Oh, das ist ja krank. Danke, Kumpel. Puh, was für eine Erleichterung. Mr. Götterbote. In Mexiko. Das war wirklich der verrückteste Tag meines ganzen Lebens. Meiner auch. Kontrolle. Du hast schon ein bisschen weiter zurückliegt. Okay. Ja. Weißt du? Nee. Ah, die Geschichte. Das fand ich immer super. Da gibt es jetzt mehrere Varianten von. Ist natürlich doch extrem simpel. Ich glaube, das bleibt auch relativ simpel. Es wird jetzt nicht richtig schwer, aber zumindest komplexer als das, was ich gerade hatte. Ist ja verzweigt hier. Okay. Genau. Erstmal gucken. Springen. Ah, okay. Ja, ist schon klar. Das mobile Trampolin. Ah. Und zack. Und zack. Und zack. Nächster. Und der letzte. Kontroll. Was steht heute zur Auswahl? Die waren aber schon ein bisschen faul, ne? Auch immer wieder die gleichen neben Spiegeln. Die gleichen neben Spiegeln. Lalalala. Okay. Müssen wir hier. Komm. Was steht? Weißt du, vor allem immer einen Kontrollpunkt setzen müssen. Okay. Wir sind. Gut, das meinte ich. Das ist jetzt ein bisschen witziger. Wir müssen natürlich hier hin. Was? Wir müssen den jetzt im Endeffekt nur auf den roten befördern. Ja. Nur. Die simpelste Aufgabe, die jemals in einem Videospiel aufzufinden war. Und zack. Was steht heute aus? Komisch, dass mir das früher nie merkwürdig vorgekommen ist. Ein kindlicher Geist. So, da muss ich erstmal gucken. Was machen das Coole? Das weiß ich gerade nicht. Mal ausprobieren. Ah, okay. Das ist sinnig. Nicht.